Herzlich willkommen, Kriminalrätin Ilona Wessner. Danke. Das ist aber schon erstaunlich, bei der vielen Technik, die ja der Polizei heutzutage zur Verfügung steht, dass der Fingerabdruck immer noch so ein Mittel der Wahl ist. Er ist einfach am effizientesten. Wenn man zum Beispiel an einen Einbruch denkt, man sichert dort mehrere Fingerabdruckspuren und kann dann ganz schnell ausschließen, welche gehören denn tatsächlich den Besitzern der Wohnung bei einem Wohnungseinbruch und welche gehören zum Täter. Und dann lässt man sie durch die Datenbank laufen. Und wenn er schon mal bei uns auffällig war, dann finden wir ihn dann ja auch gleich. Wenn er noch nicht auffällig war, okay, dann dauert es etwas länger, aber wir kriegen sie ja alle. Genau. Früher oder später. Früher oder später, genau so ist es. Damit es aber gar nicht erst zu einer Straftat kommt. Das ist heute unser Thema. Oder vielmehr, wie kann ich mich wehren? Und zwar vor Übergriffen. Silvester in Köln oder jüngst Meldungen von sexuellen Belästigungen in Freibädern. Viele Frauen sind verunsichert. Selbstverteidigungskurse haben großen Zulauf. Das Wichtigste, was die Frauen dort mitnehmen, sind aber nicht nur Kampftechniken, sondern auch richtiges Reagieren und Selbstvertrauen. Stopp. Ich möchte es nicht. Hören Sie auf! Stopp! Lassen Sie mich in Ruhe. Theresa Schmelzer und Carlotta Gemeinhardt lernen, sich zu wehren. Ich möchte das nicht. Immer mit dem Blickkontakt. Trainer Igor Sirota bringt den 20-Jährigen in einer Stunde das Stopp. Wichtigste bei. Ganz je einfacher, desto besser. Die ganz einfache Variante von hier. Ist egal. Also da, wo schwach ist. Nicht da lang, sondern da lang. Und das war's. Die einfachste Variante. Immer wieder reden, so gut. Befreien, tschüss. Und weggehen. A und O, umdrehen und weggehen. Das Ort verlassen, klar? Es ist wichtig, sich nicht zu wehren. Der schlägt, wird auch geschlagen. Ist schon klar. Befreien und weggehen. Und das war's. Wenn ein Angreifer sich nähert, ist vor allem eins wichtig: Abstand. Ich lasse nie im Leben da. Richtig soll er Abstand halten. Das A und O. Und auf jeden Fall immer sprechen. Und dann bleibt stehen. Hören Sie bitte auf. Klar, deutlich, nicht aggressiv, aber klar, deutlich und laut. Okay? Stopp! Laute Rufe und Befreiungstaktiken sollen das Selbstbewusstsein stärken. Ganz genau. Richtig mit Ellenbogen da drauf. Ja? Vorsicht, das war knapp. Falls der Täter doch näher kommt, das Opfer umklammert, gibt es auch eine Taktik. Das Reiben mit den Fingerknöcheln über den Handrücken ist so unangenehm, dass der Angreifer sofort loslässt. Es ist einfach zu wissen, wie einfach es ist, sich im Endeffekt zu wehren. Und ja, es ist einfach beruhigend, da dann unterwegs zu sein. Die beiden müssen regelmäßig trainieren, damit sie die Stärke auch ausstrahlen. Denn Täter suchen sich stets schwache Opfer aus. Das ist erwiesen. Ilona Wessner, was halten Sie von solchen Kursen? Also dieser, wie er eben gerade uns gezeigt wurde, super. Allerdings gibt es auch einige, die nicht so gut sind. Also wenn man zu einem Selbstverteidigungskurs gehen möchte, sollte man schon genau hingucken, was bringt man mir dort bei. Und wenn einer in der Werbung sagt, bei uns lernen Sie, einen 2-Meter-Mann aufs Kreuz zu legen, dann kann ich den schon mal sein lassen. Weil, so wie wir es eben gesehen haben, das ist das Wichtigste. Einfache Kampftechniken, einfache Angriffstechniken, also Abwehrtechniken erlernen, die Körperhaltung, dass ich mich nicht als Opfer darstelle, die rechtliche Grundlage, alles sowas sollte in einem Selbstverteidigungskurs gelernt werden und nicht spezielle Kampftechniken. Ich werde nie nach einem 4-Wochen-Kurs den schwarzen Gürtel haben im Judo, aber ich habe zumindest einfache Möglichkeiten. Und wir haben es auch von dem Trainer immer wieder gehört, raus aus der Situation, weg in der gar nicht erst diese körperliche Auseinandersetzung suchen, sondern immer raus. Und die körperliche Gegenwehr sollte wirklich das letzte Mittel sein. Und so wurde es da auch in dem Kurs etwa auch gezeigt. Und da kann man also sehr gut erkennen, welche Kurse taugen etwas und welche nicht. Mhm. Wie ist denn das bei Ihnen in Sachsen-Anhalt? Gibt es tatsächlich einen Anstieg von Übergriffen? Also ich habe mir tatsächlich die Statistik mal rausgesucht für spezielle Deliktgruppen 2014, 2015, 2016. Wir haben zum Beispiel bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung keinen Anstieg, eher einen Rückgang. Auch bei Körperverletzungsdelikten keinen Anstieg. Das Einzige, wo wir einen Anstieg zu verzeichnen haben, sind bei Raubdelikten. Aber der ist halt auch nur sehr gering. Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern anders aussieht, aber in Sachsen-Anhalt sieht es nun mal so aus. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal auf so eine Situation
zurückgucken, was wir auch gerade in diesem Beitrag gesehen haben, die kommt ja nun nicht plötzlich oder es steht plötzlich einer da. Häufig ist es ja eben so, dass man verfolgt wird oder so oder angeguckt wird oder so. Wie kann ich denn aus so einer Gefahr rausgehen? Geht das vorher schon? Sie sagen genau das Richtige. Man nimmt vorher wahr, da ist was, da stimmt was nicht. Mhm. Mich verfolgt schon, der saß schon im Bus, hat mich komisch angeguckt. Jetzt steigt er auch noch mit mir aus. Man muss dieses, was man wahrnimmt, auch wirklich ernst nehmen, ne? Und nicht, ach, der meint bestimmt nicht mich, das ist zufällig. Und da gibt es also Dinge, die man auch in diesen Kursen lernt oder die man auch einfach mal nachlesen kann, hinschauen. Einfach diesen Verfolger auch anschauen, weil das mögen zum Beispiel Täter nicht. Sie mögen nicht gesehen werden vorher, weil dann ist zum Beispiel eine Personenbeschreibung möglich. Ich kann durch meine Körperhaltung schon eine Menge tun. Wir wissen es, dass Täter sich tatsächlich ihre Opfer aussuchen. Sie gucken genau, wie trage ich meine Handtasche. Habe ich vorher vielleicht in meinem Portemonnaie ein paar Geldscheine, waren die sichtbar? Also da schon immer sorgfältig umgehen. Vielleicht auch einfach bestimmte Situationen meinen. Ich will jetzt nicht sagen, keine Frau soll nachts durch den Park alleine gehen. Aber ich will sagen, wenn es einen Weg daneben gibt, der beleuchtet ist, oder wenn ich vielleicht doch die 10 Euro in die Hand nehme und ein Taxi nehme, ist das besser, als sich bewusst in so eine Gefahrensituation zu begeben. Mhm. Vielleicht auch beim Nachhausegehen gucken, wo sind denn Rettungsinseln? Also Rettungsinseln, damit meine ich, wo ist eine Gaststätte, die noch offen hat? Wo ist vielleicht ein Taxistand, wo Taxis stehen, wo ich hingehen kann, wo Menschen sind? Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde verfolgt, einfach raus aus der Situation schon vorher, bevor sie sich entwickelt. Weil wenn ich erst drin bin in der Situation, wir haben gerade von dem 2-Meter-Mann gesprochen, dann wird es schwierig. Ich bin dem körperlich unterlegen. Ich habe keine Chance. Also auch mit Kampftechniken nicht, wenn der mir kräftemäßig überlegen ist. Es ist ja wirklich immer vorher schon hinschauen und dann entscheiden, etwas zu tun. Und das ist zum Beispiel auch ansprechen. Ja, aber wirklich ganz bewusst und halt mit meiner Körperhaltung, mit meiner Stimme immer schon ausstrahlen, ich bin kein Opfer. Mit mir hast du es zu tun, ich bin kein Opfer. Mhm. Wenn es nun dann doch zu einem Überfall kommt, kann es helfen, wenn wir uns gewappnet haben. Nur ist natürlich die Frage, womit? Es gibt ja so ein paar Hilfsmittel, die nicht unter den Waffenschein fallen. Und wir haben mal gemeinsam mit einem Selbstverteidigungstrainer ein paar Varianten getestet. So, darf ich vorstellen, das ist unser Freund Bob und an dem testen wir jetzt. Okay. So, schau mal, hier haben wir zwei gängige Selbstverteidigungssprays. Auf der einen Seite Pfefferspray, auf der anderen Seite CS-Gas. Der Hauptunterschied dabei ist die Wirkweise. Pfefferspray wirkt viel intensiver und ein Problem beim CS-Gas ist, dass 20% der Leute dagegen immun sind. Oh. Das heißt, wenn du das gegen jemanden benutzt, der immun ist, dann kannst du dem auch quasi Wasser ins Gesicht sprühen. Das bringt nichts. Doch auch beim Pfefferspray gibt es Unterschiede. Haben wir hier einmal einen Flüssigstrahl und hier haben wir Spray, wie du das von der Spraydose her kennst. Und das gucken wir uns mal an, was es draußen macht. Zuerst der feine Sprühnebel. Schon bei leichtem Wind verfehlt er sein Ziel und weht stattdessen plötzlich in die Gegenrichtung. Jetzt der Pfefferstrahl. Der sprüht nicht nur deutlich weiter, sondern kommt auch genau an der richtigen Stelle an. Voraussetzung, die Düse ist nicht verstopft und die Dose nicht schon so alt, dass sich das Treibmittel verflüchtigt hat. Übrigens reicht eine kleine 15-Milliliter-Dose gerade mal, um 5 Sekunden lang zu sprühen. Wenn schon, dann sollte Katrin mindestens 50 Milliliter kaufen. Als nächstes zeigt ihr Fritz Betzold Elektroschocker. An dem PTB-Zeichen kannst du erkennen, dass der Elektroschocker in Deutschland zugelassen ist. Ganz im Gegensatz zu dem Ding hier, Viehtreiber, Handyschock. Ja, da ist nix. Der Elektroschocker funktioniert allerdings nur auf der nackten Haut. Und an die bei einem potenziellen Täter heranzukommen, ist schwierig. Ne? Irgendwann mag es klappen, aber tatsächlich ist es nicht ganz so einfach. Das ist für mich ein ganz großer Nachteil. Das ist für mich keine Sicherheitswaffe. Jetzt wird es richtig heftig. Gaspistolen sind Schreckschusspistolen, in deren Munition CS-Gas oder Pfeffer steckt. Hier wird also kein Projektil abgeschossen, sondern der Schuss katapultiert den Reizstoff nach vorne. Der Gegner steht in einer Gaswolke, ähnlich wie beim Pfefferspray. Ich rate dringend vom Einsatz von einer Schreckschusspistole ab, weil die einer echten Waffe täuschend echt sieht. Und möglicherweise, wenn der Angreifer eine scharfe Waffe hat, provoziere ich einen Schuss und werde ernsthaft verletzt. Nachdem ich jetzt einiges hier ausprobiert habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass ich keine Selbstverteidigungswaffen mitnehmen würde. Mir ist das zu gefährlich. Es ist auch gefährlich für mich selber. Und ich glaube auch, dass es nicht immer so funktionieren wird.
Sie hat es getestet und einen klaren Standpunkt. Was halten Sie denn davon, dass Pfeffersprays zum Beispiel jetzt in normalen Drogerien angeboten werden? Gar nichts. Finde ich wirklich ganz fürchterlich. Wir haben es gerade auch in dem Test gesehen. Da hatte die Frau das Pfefferspray ja schon in der Hand und hat es trotzdem noch abbekommen. Die meisten, wenn sie nach 2 Tagen nicht überfallen worden sind, nachdem sie sich gekauft haben, landet es in der Handtasche. Und wenn dann der Übergriff kommt, dann fängt man an, in der Handtasche zu wühlen und dann erst mal zu gucken, wie rum muss ich denn das Ganze halten. Und so lange wartet unser Täter nicht. Das ist halt das größte Problem. Der Gegenwind ist ein Problem. In geschlossenen Räumlichkeiten geht es nicht anzuwenden, weil ich selbst dann Opfer werde. Aber es gibt ja andere Hilfsmittel, von denen ich sage, wer denn etwas braucht, wer sagt, er möchte etwas Unterstützendes mit sich rumtragen, für den gibt es natürlich eine Lösung. Und wie überraschend haben wir das natürlich vorbereitet. Also wir halten auf jeden Fall fest, Finger weg vom Pfefferspray. Und wir schauen mal, was Ilona Wessner stattdessen empfiehlt. So, was haben wir da? Also mein Lieblingsgerät ist hier der Body Alarm. Den kann ich also, den brauche ich, kann ich ruhig in eine Handtasche tragen, muss halt nur diese Schnur an mir befestigen bzw. an der Hand. Und dann Achtung jetzt für den Ton, wenn es dann zu einem Übergriff kommt, dann... Es ist sehr laut. Au, das tut ja richtig weh. Sehr laut. Und genau das Weh in den Ohren und dieses Geräusch macht genau das, was wir wollen. Und zwar den Täter stören. Also der kann dann nicht mehr klar nachdenken. Er ist abgelenkt. Wenn ich es schaffe, kann ich es auch mal ruhig zur Seite schmeißen, dieses Gerät. Und habe dann die Möglichkeit, raus aus der Situation weg. Weil der Täter dann da hinguckt, wo der Lärm herkommt. Und das ist wie eine Polizeisirene. Keiner weiß, wo das Auto hinfährt, aber alle gucken erst mal. Ja, wenn die Sirene... Ja, wo kommt es denn, wo ist es denn? Und den gleichen Erfolg habe ich hiermit. Das gibt es auch in kleineren Varianten. Also wer es nicht ganz so groß möchte, das macht dann auch nicht ganz so viel Lärm. Ganz so laut, aber es trotzdem, ja. Und der Vorteil bei diesem, was ich eben hatte, ist auch, dass es so wie ein Blitzlicht ist. Das heißt, selbst im Dunkeln bin ich für andere sichtbar. Da passiert gerade was, da ist ein Geräusch. Und der Täter weiß dann auch nicht, kommt jetzt vielleicht doch jemand? Es ist verunsichert ihn absolut und das ist einfach eine Variante. Ist auch in einem erschwinglichen Bereich um die 20 Euro. Also das, wer denn sagt, er möchte. Früher haben wir eine Trillerpfeife mit uns rumgetragen, als es noch nicht so gute Technik gab. Haben also unsere Großeltern schon gesagt, ja, dann pfeifst du ganz laut und das erregt Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir diese Möglichkeit und das ist wirklich was, was man einsetzen kann. Man selbst kann sich nicht dabei, kann zu Schaden kommen, so wie wir das beim Pfefferspray und Messer und was man alles mit sich rumträgt. Und wie gesagt, den Täter stört es extrem in seinem Vorhaben. Und was haben wir hier noch? Ja, das ist, habe ich hier heute gerade von der Requisite. Ja, das ist ein Blendlicht, ja, das macht also richtig viel Licht und soll den Täter dann auch blenden. Ist auch eine Möglichkeit, aber konnte man es sehen? Ja, sieht man es, genau. Und das blendet den Täter. Für mich wäre das schon wieder zu unhandlich, das mit mir rumzutragen, noch ein Stück mehr in der Handtasche, was Gewicht macht. Aber okay, es hilft dann auch, wenn man es einsetzen möchte. Also ich gehe mal jetzt noch mal davon aus, dass Sie auf jeden Fall warnen, irgendwie groß auch sich in so eine Handgreiflichkeit verwickeln zu lassen. Genau. Geht. Also das nochmal so zusammenfassend. Das Entscheidende ist, gucken, wie kann ich Gefahrensituationen vermeiden, wenn ich in einer drin bin, wie komme ich so schnell wie möglich da raus? Also immer raus aus der Situation. Wie ist das mit Rufen? Also ist so der klassische Hilferuf oder ist ein bisschen ein Problem, weil umstehende Zeugen wissen oft nicht, ist diese Situation tatsächlich jetzt eine gefährliche oder kabbeln sich da einfach nur ein paar Leute. Ist es vielleicht eine persönliche Auseinandersetzung? Deshalb, wenn man ein Opfer ist, dann wirklich laut und deutlich zu verstehen geben, ich werde hier überfallen, mir versucht gerade jemand die Handtasche zu rauben, bitte helfen Sie, bitte rufen Sie die Polizei und das nicht nur so einfach in den Raum, sondern Sie mit der braunen Lederjacke oder Sie mit dem roten Pullover, bitte rufen Sie die Polizei. Weil das ist auch so eine psychologische Sache. Wenn ich direkt angesprochen werde, dann kann ich nicht mehr den Kopf runternehmen und so tun, als hätte ich nichts mitbekommen. Ne? Aber ich bin gerade die im roten Pullover, also muss ich auch was tun. Und für Umstehende, für Zeugen, ist es immer also von außen helfen oder durch Ablenkungsmanöver, was wir vorhin in der Vorschau schon besprochen haben, einfach sagen, wo ist denn hier die Kantstraße, also Ablenkung des Täters, weil das auch ihn wieder aus dem Konzept bringt. Ja, ich will doch hier
hier gerade jemanden verprügeln. Wieso fragt er mich, wo der Weg hingeht? Aber das kann funktionieren. Also ist einfach auch so ein Erfahrungswert. Und dann eben helfen, indem man die Polizei ruft oder indem man auch einfach ruft, da hinten kommt schon die Polizei. Und das ist auch alles etwas, was das Konzept des Täters unterbricht. Wenn es jetzt doch zu einer Handgreiflichkeit kommt und ich verletze, angenommen jetzt mal den Angreifer, und vielleicht sogar schwer. Was heißt das denn im Zweifel rechtlich für mich? Ja, also es gibt ja den Notwehrparagrafen, der also eindeutig aussagt, dass ich eine gegenwärtige Gefahr abwehren darf mit den dafür notwendigen Mitteln, nicht nur für mich selbst, sondern auch bei anderen. Also Notwehrparagraf. Und der schützt mich insoweit, dass ich also dieses Handeln auch darf, um mich zu schützen oder andere. Und wenn wer jetzt sagt, naja, aber ich kann doch nicht einschätzen, ist das jetzt verhältnismäßig oder nicht, dann gibt es noch den zweiten Paragraphen, der Notwehr, der also auch sagt, in Angst, Verwirrung oder Schrecken hat man halt überreagiert und dann ist man dadurch auch geschützt. Also man sollte aber grundsätzlich nie darüber nachdenken, was passiert danach, sondern ich muss wirklich in dieser Situation jetzt alles tun, um raus aus der Situation. Und wenn es zum Beispiel um Wertgegenstände oder Geld geht, ja, ich sag mal, Täter stehen mir gegenüber und sagen, los, gib dein Handy her, muss man immer sagen, ein Handy ist ersetzbar, aber die Gesundheit so schnell nicht. Das hört sich vielleicht ja völlig dumm an, wenn so ein Satz gesagt wird, aber so ist es. Und wie gesagt, alles, was Wertgegenstände, was Geld ist, tut nicht so weh, als 14 Tage im Krankenhaus zu liegen, weil der Täter gibt nicht auf. Der hat sich zum Ziel gesetzt, er will jetzt das Handy haben. Ja. Und wenn ich dann sage, nee, kriegst du nicht, dann dreht er sich ja nicht um und geht weg. Okay, wir haben verstanden. Also eher raus aus der Situation, möglichst präventiv, gar nicht erst rein. Genau, gar nicht erst rein und Finger weg vor irgendwelchen Dingen, die einen am Ende selber schädigen, wie zum Beispiel Pfefferspray. Vielen, vielen Dank, Ilona Wessner. Also es ist gut, dass man aber immer mal wieder drüber redet, dass man sich das auch mal so immer wieder ins Bewusstsein ruft. Und Sie, liebe Zuschauer, haben natürlich die Möglichkeit, nochmal bei uns im Internet reinzuschauen. Dort haben wir die wichtigsten Fakten für Sie zusammengefasst. Mir tut übrigens immer noch das Ohr weh von diesem Ding. Frau Wessner, danke schön. Ich danke auch. Kommen Sie